vorgestellt. S4CI oder auch Fate. Kampagne hatten wir letztes Mal gemacht. Folge 1 haben wir abgeschlossen. Wir gehen jetzt in Folge 2 rein. Das Spiel ist, wenn ich dieses Video hochlade, gerade auf den Markt gekommen, also einen Tag vorher. Und das erste habt ihr schon durch. Wir sind jetzt im zweiten und verbunden des Schicksals. Hanky und Schott müssen einen der Pfade wählen, der sie zu ihrem nächsten Rast führt. Kannst du ihnen helfen, die notwendigen Rohstoffe zu beschaffen? Du lernst eine Rast entsprechend der verfügbaren Rohstoffe und Biome auszuwählen. Du errichtest Gebäude, zähmst Rindnüffel und treibst Handel mit am Markt. Du verwaltest Ämterzyklen und entdeckst die verschiedenen Formen der Zöglinge. Hanky und Schatz sind bereit für dich. Dann legen wir mal los. Okay, hier ist noch ein netter Text, den ich jetzt nicht kann. Al amanecer del 5 Grad Papadeo la Grand Reunion con de la Ceremonia del Circulo. Ah, das wird wahrscheinlich Spanisch vielleicht sein. Nuevo Dia, ja, könnte sein. Kann ich leider nicht. Deswegen gehen wir gleich weiter. Hier gibt es wieder einen deutschen Text zum Glück. Bereits zweimal hat die Zeremonie Schott und Hanky im selben Kreis verbunden. Das Schicksal hat es entschieden. Der Kreis nahm sein Ende und der Wind in ihren Ballons spricht von dem nahen Ankunft der Welle. Es ist Zeit zu gehen und sich für den Weg zum Auge bereit zu machen. Diesmal werden Schott und Hanky die heilige Hochebene gemeinsam erklimmen. Obwohl sie niemals zugeben würden, würde ihre Ungeduld für den Beginn der Zeremonie vor Sorge überschattet. Gut, das ist die Karawane. Der Stamm besteht aus zwei Zöglingen, Schott und Hanky. Öffne die Karte, um die Reise dieses Stammes anzusehen. Schott und Hankys Stamm befindet sich aktuell zwei Rasten vom Auge entfernt. Von ihrer aktuellen Position sind zwei verschiedene Pfade verfügbar. Jeder Pfad besitzt eine eigene Herausforderung und kann zu sehr anspruchsvollen Terrain führen, das den Fortschritt von dort aus weiter erschwert. Wähle den oberen Pfad aus, um zu sehen, wie viel die Reise dorthin kostet. Hinweis, du kannst die nächste Rast auch direkt auswählen, um die Reisekosten zu sehen. Also hier, eingestürzte Brücke von kleine ausgeglichene Rast nach mittlere fruchtbare Landerast. Kosten 10 Rationen, 40 Erz und 80 Holz. Ja, habe ich ausgewählt, sieht man jetzt hier, kann man natürlich mit dem Tooltip auch sehen. Um den oberen Pfad zu beschreiten, musst du eine Brücke überqueren. Allerdings ist die Brücke eingestürzt und muss mit Hilfe von Holz und Erz repariert werden. Deine Zöglinge müssen diese Rohstoffe sammeln, um diesen Weg zu nehmen. Hinweis, diese Fahrt führt zu der Rast Fruchtbare Lande. Die vielen Seen dort können Bewegungen zusätzlich erschweren und allerdings gibt es dort auch viel unurbares Land und mit Sicherheit eine Menge Fische. Wähle jetzt den unteren Pfad. Auf dem unteren Pfad muss der Stamm einen Gletscher überqueren, um zur nächsten Rast zu gelangen. Dafür werden die Zöglinge Kyberikas sammeln müssen, um genügend Nahrung zu haben, sowie eine Feuersteine und um Feuer zu machen und sich warm zu halten. Bei dieser Rast handelt es sich um einen Regenwald. Dort wird es zu viele Dschungel und Sümpfe und eine Menge Holz geben. Wird es viele. Doch nimm dich vor den tödlichen Moskitos und Krankheitsplagen in Acht. Der Stamm verfügt nicht über die notwendigen Rohstoffe für diese Reise. Die Zöglinge müssen diese Rohstoffe an den aktuellen Rast finden und sammeln und einen Vorrat anlegen. Um dich für einen Pfad zu entscheiden, schließe die Karte, indem du die Rast der Ravane anklickst und erkunde die Rast, um herauszufinden, welche Art von Rohstoffen sich hier befinden. Schutt und Hanky kennen nur einen Teil der Rast. Erkunde die Rast, um eine Option besser abwägen zu können. Hinweis, jeder Rohstoff ist nur auf spezifischen Terrain zu finden. Kyberikas sind zum Beispiel niemals auf Bergen oder Seen zu finden. Gut, das bedeutet... wer ist das? Schutt? Schutt bewegt sich dann mal hierhin. Dann haben wir, glaube ich, alles entdeckt. Kann das sein, wenn er da vorbeigeht? Und wer ist das hier? Hanky? Hanky geht dann mal... Hanky? Geh doch mal dahin. Nicht erkundet. Ja genau, das war mir schon klar. Jetzt hat Hanky das Signal bekommen. Gut. Ja, laufen wir mal los, oder? Okay. Also wir brauchen dieses Kyberikas und die Steine. Steine haben wir hier und das Kyberikas haben wir da. Aber ich soll die gesamte Rast erkunden. Das bedeutet, geh du mal dahin. Oder dahin. Ach, das ist jetzt er, der dahin geht. So erkundigt er das nicht. Kann ich denn da schon abbauen? Nee, will er nicht. Erst muss ich die Rast erkunden.
Kann ich ihn denn da hinschicken und er geht da vorbei? Ja, so geht's, dann sehe ich alles. Und er hier? Kein Hang, kein Dingens bewegt sich. Dann soll er sich dahin bewegen, oder? Und los geht's. Der sieht alles, aber er geht nicht jede Runde, okay. Wieso kann der jetzt hier nicht abbauen? Voll doof, oder? Das heißt, noch eine Runde. Ja, ja, dann geh du doch mal schon mal dahin. Fertig. So, er hat jetzt alles in Kübrikasten. Grundlegende Rohstoffe können über die Karawane gesammelt werden. Teile Stadt und Hanke das Sinneln von Kürikast zu, indem du jeden Zögling auswählst und dann mit der rechten Maustaste auf dem Hexakopf mit dem Kürikast oder auf Garner klickst. Beende die Runde, um die Aktion zu bestätigen. Ach, jetzt kann ich das erst sammeln. Okay. Ja, dann macht er das hier doch noch. Okay. Zöglinge benötigen Platz, um es können nicht zwei Zöglinge selber Hexagon bearbeiten. Teile jedem Zögling einen eigenen Hexagon oder beide Zöglinge der Karawane dazu, damit sie ihr eigenes Feld finden können, beende dann deine Runde. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, habe ich doch gemacht. Machen wir weiter, oder? So. Okay, dann geht's weiter, oder? Dauert noch? Dauert noch? Einer geht. Okay, diese Kürikas sind viel weiter entfernt vom Lagerbord als die anderen. Der Zögling hat nur 3 BP pro Runde und wird viel länger brauchen, um zwischen den Hexagon und dem Lager hin und her zu gehen. Es wird viel länger dauern, bis dieser Zögling im Vergleich zum anderen dieselbe Menge an Rohstoffen abliefert. Dieses Hexagon zu bestellen ist also aktuell nicht besonders effizient. Ein Zögling wird zur Ernte ausreichen. Hanke kann diese Aufgabe erledigen, indem er zwischenzeitlich kann Schutt losziehen, um Stein zu sammeln. Wird in ein nähergelegener Rohstofffeld frei, begibt sich dein Zögling am Ende des Hektezyklus zum nächsten Hexagon. Okay. Zöglinge können nicht an der Karawane sammeln oder lagern. Stattdessen musst du ein Gebäude errichten, einen Steinbruch. Wähle Schutt aus und öffne das Baumenü. Wer ist denn Schutt? Da. Der macht aber das. Das ist ja jetzt Blödsinn, den eigentlich wegzuschicken, oder? Das ist auch egal, wahrscheinlich. Und wir brauchen 100 Holz, die wir haben. Und die bauen wir dann hier hin. Zack. Also, da muss er das erst bauen. Gebäude können nur auf Ebenen gebaut werden. Bedenke dabei, dass alles Rohstoffe und ein Hexagon im Bau verloren gehen. Platziere den Steinbruch so nah wie möglich zum Stein, damit Schatt schnell Rohstoffe sammeln kann. Sobald die Position festgelegt ist, wird Schatt loslegen und das ausgewählte Gebäude errichten. Hinweis: Du kannst den Bau über die Schaltfläche zerstören abbrechen. Die Rohstoffe werden zurückerstattet. Wenn das Gebäude fertiggestellt ist, erhältst du bei der Zerstörung jedoch nichts mehr zurück. Zerstören? Wo ist denn hier zerstören? Also da kann man es zerstören, abbrechen. Gut. Ja, das bedeutet, er muss jetzt da sammeln gehen eigentlich, oder? Ist doch viel effizienter, oder wie war das? Na, machen wir das so. Ich habe die natürlich vorher andersrum zugeteilt, ne? Ist klar. So, der sammelt, der baut. Schatt ist zu einem vorgeworden, das ist hier vorne Bauarbeiter. Schatt wird das Gebäude in den nächsten 3 Runden errichten, beende die Runde. Hinweis: Zöglinge nehmen je nach zugeteilter Aufgabe unterschiedliche Formen an. Sie können ihre Rolle und ihre Entscheidungswege jetzt jederzeit ändern. So, jetzt ist das fertig. Gute Arbeit, Schatt, einen Steinbruch. Jetzt musst du Schatt über das Gebäude oder die Hügel, um den Steinvorkommen zum Sammeln von Stein zuteilen. Jetzt musst du nur noch genügend Stein und Kyrikas für die Überquerung des Gletschers sammeln. Kyrikas heißt das, glaube ich, ne? Gut, das hat er, der macht sowieso, also weiter. Ja, 100 brauchen wir. Da müssen wir noch ein paar Runden durchklickern, denke ich. Und noch eine Runde, also noch eine mehr. Jetzt haben wir es, oder? Noch eine? Noch eine. Wie? Der braucht 3 Runden zum Abbauen. So, jetzt haben wir es. Es wurde alle notwendigen Rohstoffe gesammelt. Öffne die Karte und wähle die nächste Rast aus, um dich abreisefertig zu machen. Bereit zu machen. Ja, dann nehmen wir das doch mal alles mit hier, ne? Das kennen wir ja schon, oder? Du für die Reise benötigst du Kürikas und Stein, wurde aus dem Fort entfernt, doch verbleiben noch einige andere Rohstoffe.
Ja, alles mitnehmen, klicke dann auf Abreisen. Hinweis, der Pöntner Steinbruch bleibt an dieser Stadt. Ja, das hatten wir, glaube ich, irgendwo anders gerade schon gelesen, oder? Und die 20 von dem Zeug nehmen wir auch noch mit. Ach, guck mal, das passt dann so. Alles weg, ne? Können jedoch nicht zwischen Rasten transportieren, errichte die mobile Gebäude, wenn du sie zur nächsten Rast. Aha, okay. Ja, dann können wir jetzt abreisen. Das ist ja leer, sonst brauchen wir nichts. Zack. Bist du sicher? Ja, bin ich. Der Stamm hat den Gletscher überquert und befindet sich jetzt an einem tropischen Rast. Dort müssen Hanky und Chad eine Weile ausharren, bis sie die notwendigen Rohstoffe für die nächste Etappe beschafft haben. Die von ihnen zurückgelassene Rast wurde in der Zwischenzeit überflutet. Sie müssen sich auf ihre Reise zum Auge sputen. Das Auge ist die nächste Rast. Wähle das Auge oder den Pfad zum Auge aus, um herauszufinden, was die Zöglinge für die Reise dorthin benötigen. Schließe dann die Karte. Ja, wir brauchen Holz, was wir schon haben. Wir brauchen Erz und wir brauchen Stein. Und Karte schließen. So, diese Rast unterscheidet sich ein wenig von der letzten. Es handelt sich um ein tropisches Biom, weshalb hier mehr Dschungel und Sümpfe zu finden sind als an anderen Rasten. Hinweis: In einem gewöhnlichen Spiel beginnt die Zöglinge ihre Reise an einer aber großen, ausgelegenen Rast, da sich der Stamm im vorigen Zyklus dort niedergelassen hatte. Das bedeutet, dass an dieser Rast so ziemlich alles zu finden ist. Ototwoja, Karawana, Dava do Postujo. Sieht nach Polnisch aus. Leider ist mein Polnisch dann doch nicht so gut, dass ich weiß, was hier steht. Dujo? Ja. Dobrze heißt gut, glaube. Na, Orwini. Ale, Może, Tesz. Smerczyk. Torwacze. Las Jeva. Ab, nee, keine Ahnung. Ich habe mal 14 Tage Crashkurs gehabt, aber das ist schon alles vergangen, ne? Gut, was sagt das hier uns? Keine Niederlassung auf diesem Terrain möglich. Ach so, so wie das aussieht, ist dieser hier nicht platzierbar oder wie, weil da drunter irgendwie ein Hügel ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den hier da mal hinschicken müssen, oder wie sehe ich das? Okay, da kommen wir wohl nicht weiter. Ich denke mal, das steht hier so. Weil wenn der sich da nicht niederlassen kann, dann geht das ja nicht. Okay, eine Runde ist er weitergelaufen. Da kann er sich auch nicht niederlassen. Also heißt das, wir gehen noch eine Runde weiter. Da kann er sich niederlassen. Jetzt müssen wir gerade gucken, ob das effektiv ist. Ich würde jetzt sagen, hier wäre es effektiver, weil wir da diese zwei haben, wenn wir die denn brauchen. Klick auf die Scharfe niederlassen, um die Karawane zu stationieren. Achtung, ist sie einmal niedergelassen, bewegt sich die Karawane erst wieder bei der Abreise zu einer neuen Rast. Wähle deine Position mit Bedacht. Ja, was heißt das für mich? BP Bewegungspunkte. Also ich würde ihn lieber hierhin machen, weil da mehr Felder drumherum sind. Sumpf, keine Rohstoffe. Wenn wir hier rüber gehen, können wir, glaube ich, diese Felder vielleicht noch sehen. Ja, komm, zack. Ja, können wir, super. Aber da oben nicht. Aber ich glaube, wir lassen uns hier jetzt nieder, definitiv, weil dann kommen die Typen ja, der Schott und der Hanky, ne? Ja, genau, da sind sie. So, was brauchen wir? Holz, Erz und Stein. Das muss ja dann da oben noch sein. Und hier sind wieder Chad und Hanky. Sie sind vom Rücken der Karawane abgestiegen. Erkunde die Karte, sammle den oberen Rohstoff, um die Gleise zu reparieren und führe den Stamm zum Auge, ehe das Wasser eintritt. Okay. Ja, ich sag mal, der kann ja erstmal dahin gehen. Und der andere kann erstmal was abbauen, ne? Was brauchen wir denn? Da haben wir ja nichts von, ne? Oder? Habe ich dir was übersehen, ne? Keine Rohstoffe, keine Rohstoffe, keine, keine. Ja, hier gibt's Holz. Es gibt hier keine Rohstoffe. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Ach so, der läuft da durch. Naja, werden wir sehen, ob der angegriffen wird oder nicht. Keine Ahnung. Sumpf hat auch keine Rohstoffe. Ich würde jetzt mal einfach diese Portionen, obwohl die brauchen wir am wenigsten, aber ach, warte mal, hier gibt's ja Holz. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Er geht krabbeln, das heißt, er geht Holz machen. Weil anders geht's ja gerade nicht, oder?
Aha, da oben gibt es irgendwas, was wir brauchen könnten. Also, da müssen wir jetzt. Die gesamte Karte wurde erkundet. Es ist keine Spur von Erz zu sehen. Ohne Erz kannst du die Gleise nicht reparieren. Flüstere Schutt die Idee zur Einrichtung eines Markts ins Ohr, indem du Schatzbaumenü im Auswahlfenster öffnest. Ein Markt ist ein Gebäude, das den Handel von Rohstoff mit anderen Stämmen ermöglicht. Zöglinge befestigen Kisten mit Rohstoffen an Ballons, die sie vom Wind getragen rasch ihr Ziel finden, sondern ein kleiner Ballon mit dem erbetenen Rohstoffen bald auch an entsprechender Rast. Okay, gut. So, ich schätze das. Okay, da, da. Der Markt ist ein Anbau. Dabei handelt es sich um eine auf dem Rücken des Lasttiers errichtete Struktur. Das bedeutet, dass die Errichtung eines Anbaus erfordert, dass du einen Renüffel in deinem Vorrat besitzt. Renüffel sind ein grundlegender Rohstoff, der direkt von der Karawane ausgesammelt werden kann. Finde und sammle einen Renüffel, um einen Markt errichten zu können. Wenn du einen Zögling dabei unterbrichst, Rohstoff zu einem Gebäude zu tragen, werden die Rohstoffe fallen gelassen und gehen dauerhaft verloren. Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen gibt es bei Hexagon nur einen Renüffel. Warte, bis der Zug ihn zur Karawane zurückgebracht hat. Okay. Das ist jetzt mein Markt. Dafür braucht man 100 Holz und einen Renüffel. Das bedeutet. Ich hole mal den Renüffel. Und er macht Holz. Für den Markt brauchen wir 100 Holz. Das heißt, wir müssen 100 Holz sammeln. Dann passt das ja. Er hat sich wieder verkleidet hier. Und holt jetzt den Renüffel rein, ne? Würde ich mal sagen. Runde 6. Oh, Herzchen, guck mal hier, seht ihr das? Der betuppt den da. Okay, was jetzt passiert? Nix. Das dauert wohl länger. Ah, jetzt ist er irgendwie weg. Oder er ist nicht weg, sondern er ist an einem Ballon. So, gut, das heißt, wir müssen. Was steht da? Der Rohstoff, das lässt die Terrasse etwas eben. Ach so, das, weil das weg ist, ist der Rohstoff jetzt weg. Mit Linksklick fokussieren, mit Rechtsklick ignorieren. Ja, ignorieren. Ja, dann weiter. Der soll den nochmal hinbringen, oder? Es wurden alle notwendigen Rohstoffe für die Errichtung eines Markts gesammelt. Wähle einen Zögling für den Bau aus und wähle dann den Markt im Reiter Anbauen des Baumenüs. Schutt ist ausgewählt. Der arbeitet da. Ne, das will ich ja nicht. Ich will den Markt auswählen und will den haben. Okay, der Markt geht dann dahin. Ein Anbau kann nur auf einem an die Karawane angrenzenden Hexagon und auf einer Ebene oder einem Wald errichtet werden. Deswegen ist die Platzierung der Karawane so wichtig. Aha, das hätte man mir auch vorher sagen müssen, sozusagen. Aber da hat man es gesagt, aber nicht warum und wofür. Sie muss sich in der Nähe von wichtigen Rohstoffen wie Holz oder Kübikas befinden, aber auch an Ebenen oder Wäldern angrenzt, damit die Anbauten errichtet werden können. Errichte einen Markt. Ja, das machen wir ja gerade. Und zwar macht das hier unser Schatt. So, warte mal, wir brauchen ja noch Stein. Holz fehlt aber noch, dann lass erst Holz weiterarbeiten. Okay. Nochmal. So, Holz haben wir dann wieder genug. Das bedeutet, die Person, die jetzt hier den Holz abbaut, Hanke, geht zur Arbeit und Dingens machen, braucht er nicht mehr, der soll jetzt da was bauen. Und zwar hier das. Ah, okay, wir brauchen da noch Holz, so wie es aussieht. Das bedeutet, wir machen weiter ein Holz. Hanke, hier Holz. Ja, passt schon wohl noch. So. Was jetzt passiert? Jakwistski, Dobudowski, Tagnie, Prochebuje, Prachaka, keine Ahnung. So, ah, da gibt's irgendwie Erz. Stand doch da, ne? Das Tooltip geht doch richtig. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, was da jetzt gefordert ist. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier dran klicken. Markt. Handeln. Holz. Geben wir, weil das haben wir genug. Und wollen dafür Erz. Hier.
Ich hätte gern mehr Holz. Ach so, wir brauchen dann vielleicht bessere Rohstoffe. Ah, so sieht's aus. Köberikas verkaufen und Erz kriegen. Okay, machen wir so. Da wir das nicht haben, geht das wahrscheinlich nicht. Na super. Das heißt, wir haben als einziges Holz. Wo ist denn das Holz? Jetzt ist Holz weg oder was? Ne, da oben. Und handeln das. Ach, 400 Holz brauchen wir für 10 Erz. Okay. Gut, dann können wir das noch nicht handeln. Gibt es ein neues Hinweis? Nein, gibt es ein neues Hinweis? Gibt es nicht. So, für den Dingens brauchen wir 100 Holz. Das ist auch noch nicht fertig. Was machen wir dann? Wo ist denn der zweite? Jetzt hier, der pennt da. Der kann ja mal dieses Kyrikas oder was es ist sammeln. Los geht's. Wenn wir das 100 Holz haben, können wir hier oben den Dingens bauen. Sag schon, Runde 14. Aber wir sammeln erstmal noch die 30 Holz mehr, die wir dann noch brauchen, weil wir ja da auch noch, sag schon, 50 nachher brauchen, um das da zu bauen. Das Wechseln macht vielleicht nicht so viel Sinn, ne? Kürikasse mal 60. Da Dschungler, Tostava, Vepalni. Okay, da ist was weg. Wahrscheinlich will er uns das sagen, dass der Dschungel jetzt alle ist und dass es jetzt nicht mehr vorangehe. Schade, dass das nicht. Ja, wenn Zöglinge zu viel Zeit an einem Ort verbringen und eine zu große Last für ihre Umgebung darstellen, wird die Natur ihnen einen kleinen Stoß geben. Trödel nicht zu lange an einer Rast und nehme keine Rohstoffe, die der Stamm nicht benötigt, denn natürlich und systemische Plagen können diesen Stamm strafen. Okay. So, er ist das. Wir brauchen aber immer noch Holz. Dann gehen wir da mal das Holz holen, oder? Können wir das mal machen hier? Ja, komm, wenn das da weg ist, dann können wir auch den Steinbruch da oben erstmal bauen, oder? So geht's weiter. Und was war hier jetzt? Ach so, das ist, dass der Rohstoff weg ist, ne? Ja. So, er sammelt ja noch das da, das ist auch gut so. Weiter geht's. So, er baut da oben jetzt erstmal das auf. Zwei Runden, eine Runde. Wir haben jetzt 100 Dingens. Warte mal, wir können mit den 100 Dingern da jetzt Handel betreiben. Diese Kürberikas. Also Erz wollen wir haben, passt ja. Okay, da brauchen wir auch 400 von. Gut. Er baut noch. Das heißt, er muss auch noch sammeln. So, er hat jetzt nichts mehr zu tun, oder wie sehe ich das? So, er soll jetzt mal das Stein machen, weil da brauchen wir noch 120 von. Naja, laufen lassen, würde ich sagen. Er holt noch dieses Kyprikas, wo wir 400 von brauchen, um den blöden Eisenerz zu kriegen, ne? Okay, weiter geht's. Spannend, oder? 140 von den Kyberikas haben wir schon, da bräuchten wir aber 400, wenn. Steine. Warte mal, lass mal gucken. Ist das bei dem Handeln mit Steinen auch so, dass wir so viel brauchen, oder ist es da anders? Ach, 10. Okay. Ja, da brauchen wir nur 100 von. Dann sollten wir das machen. Da brauchen wir dann nur, ja, ein paar weniger. Warte, dann lass den zweiten hier mal Holz abbauen. Weil das brauchen wir ja noch. Hier fehlt es ja noch an Holz. Diese Portionen sind nicht so spielentscheidend jetzt, glaube ich, oder? Er macht doch die Arbeit noch, oder? Ja. Runde 30. Passiert noch was? Aha, Holz ist fertig.
Tausche 40 Holz gegen 1 Erz. Das ist unser Ziel. Na super. Das ist ja super. Dann können wir das jetzt erstmal machen. Holz gegen 1 Erz. Tausche 40 Holz gegen 1 Erz. Ja, machen wir. Klasse, erfundene Stamm hat dir Erz geschickt. Schließe das Ziel der Rast ab, indem du alle notwendigen Rohstoffe sammelst und dann mit Hilfe der Karte zum Auge reist. Okay. Ich brauche nur ein Erz. Ich dachte, ich brauche 10 Erz. Habe ich da irgendwas was lesen oder was? Ich brauche 10 Erz, nie ein Erz. Na super, okay, steht da ja auch. Was kloppt er jetzt? Okay, er holt das Holz rein. Und er hier macht die Steine, die wir auch noch brauchen. Komm weiter. Aha, Stein ist schon mal jetzt mehr, aber wir können natürlich Stein auch tauschen bestimmt. Steine, ah ja, 10. Da brauchen wir jetzt nur 20, dann kriegen wir schon mal 2 Erz mehr. Passt. Ja, wir müssen einfach nur weitermachen, bis wir Holz haben und bis wir Steine haben. Holz sind jetzt wieder 10 über. Und 40 Steine haben wir jetzt. Da können wir wieder handeln. 40 Steine. Handeln. Das reicht noch nicht. 3 brauchen wir noch. Runde so und so viel. Jetzt haben wir Holz. 50 Holz haben wir über. Ne, Holz wollen wir haben. Aber das ist 40 Holz. Für ein, naja, machen wir, egal. So, jetzt müssen wir nur eine Runde drehen. Und jetzt haben wir 40 Steine, die wir umtauschen können. Für 4 Eisenerz handeln. Rohstoffe sind da. Dann können wir die Reise abschließen, oder? In Asphar Asiai ist eine Punktzahl abhängig von den geretteten Zöglingen sowie den Rohstoffen und Gebäuden, die mitnehmen können. Anbauten sind Gebäude, die vom Renofüllen übertragen werden. Sie folgen der Karawane instinktiv und begleiten deinen Stamm auf jedem Schritt deiner Reise. Da diese Gebäude ihre eigenen Renüffel haben, verbrauchen sie keinen Platz in deinem Vorrat. Jeder Anbau folgt also dem Stamm bis zum Auge. Nimm so viel wie möglich mit zum Auge, sodass die Zöglinge alles haben, was sie brauchen. Geht nicht. Doch. Ja, nehmen wir natürlich das Holz mit. Wieso braucht man so viel Holz bei 10 Stück nur? Und das ist 100. Und das ist 80. Wo ist denn das Erz da? Ich wollte gerade sagen, kein Erz mehr da, ne? Aber ist auch noch da. So, alles weg. Abreisen. Bist du sicher, dass ihr gesagt... Ja, klar bin ich sicher. Sieg! Wir haben es geschafft! Shad und Hanki haben das Auge erreicht. Sie sind gespannt darauf, ihr neu erworbenes Wissen mit den anderen Stämmen zu teilen. Es wird nur noch wenige Blinzeln dauern, bis das Wasser die gesamte Oberfläche der Welt bedeckt und alle Zöglinge sich am Auge versammelt haben. Der Kreis naht abermals seinem Ende. Abends am Lagerfeuer haben die beiden Zöglinge in Gedanken bereits ihre Reise im nächsten Zyklus begonnen. Die große Klippe im Westen zu erklimmen wird eine reine Formalität sein. Doch was wird ihre dritte Zeremonie des Kreises für sie bereithalten? Ja, schicke Fähnchen für den Sieg. Hier sieht man dieses Auge wahrscheinlich, wo man dann darauf muss, wenn das Wasser kommt. Und dann haben sie sich da einen Zyklus weiter gerettet. Gut, haben wir das. Nächstes Kapitel, Gestaltwandler. Den müssen wir dann noch machen in der nächsten Folge, die einmal unterbrochen wird sozusagen mit einer Folge am Samstag Avorion. Und ja, ihr könnt die, wenn ihr später guckt, natürlich alle nacheinander gucken. Und die dritte Folge werde ich am Sonntag dann bringen. Also nach dieser Folge einen übernächsten Tag. Gut, haben wir das erst, ne? Ich
bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Leider ein paar Übersetzungsfehler noch drin. Die werden aber bestimmt auch noch korrigiert. Es gab schon nach einem Tag oder ja, nach einem Tag gab es schon ein kleines Update, das eingespielt wurde, 17 MB. Und ja, dann wird es bestimmt auch noch das ein oder andere weitere Update geben, damit diese Fehler ausgemerzt werden. Ja, und das Video natürlich gerne auf anderen Kanälen teilen, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.